Jährlich sterben weltweit rund 1000 Menschen durch Krokodilangriffe. Der Rinderzüchter Colin Devereaux aus Australien wollte aber nicht in diese blutige Statistik fallen und drehte das Räuberbeuteschema einfach mal um. Als er gerade unterwegs war, um auf seiner Farm ein paar Zäune zu erneuern, wurde er an einem kleinen See von einem Krokodil angegriffen. Um zu entkommen, biss er das große Reptil. Ja, richtig gehört. Zuerst trat Colin dem Krokodil mit seinem Bein kräftig in die Rippen, doch das half nicht. Dann biss er es in den Kopf, traf das Auge und das Krokodil ließ los. Colin Devereaux verband seine Wunde mit einem Handtuch und sein Bruder fuhr ihn dann ins 130 Kilometer entfernte Krankenhaus. Diese Nerven muss man erstmal haben.